Kalispera, guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zur dramatischen Runde von Carrier Command. Nein, nicht dramatisch, erschreckende Runde. Wir alle. Auszuschicken. Die haben ja gar keine guten Panzer. Ich post mich einfach. Ich kann raus.
Unsere Hackeinheit jetzt. Oder Achter, ich weiß nicht, was der macht. Dann rufen, der kommt bald an. So, ganz kurz, was können wir jetzt? Nichts angreifen. Ach, da brauche ich doch gar nicht die Hacke. Ich greif's jetzt mal direkt an. Ich krieg es ja kaputt. Ich will mich per Firewall. Ich möchte das auch sogar mit einnehmen. Ich möchte.
als Material. Ja, wir haben zu wenig Materialeinkommen, als dass wir. Wir brauchen einfach mehr. Wie soll ich das? Verliert nur den Satz, wie soll ich das sagen? Wir produzieren. Wir haben mehr Kraft zu produzieren, als dass wir Ressourcen haben. So. Und wir haben mehr Ressourcen für die Produktion als Material. Oh, kann man sagen. Passt zwar nicht ganz, wenn wir das Haus in sie machen, aber ja. Ihr wisst das. So, ich komme hier mal kurz, weil ich kein Leben schaffe. Insel gehört nachher einfach uns. So, Nummer 6. Wenn ich jetzt sage, doch, ist das schon falsch. So. Visit the RC on Nemesis. Okay, wo haben wir denn? Wo ist der RC? Das Resource Center. Der war infected. Wer ist hier? Ach komm, schau mal, wir nehmen die Nummer 7, die Nummer 9. Wir machen es aber schon. Die Nummer 9. Der wirklich auch nur die Wege so abfahrt und existiert. Thank you.
Hier nicht da. Komm, Nummer 6. Mensch, auch ein Weg 6. Stehe schon neben der Feuerwehr. Excellent. Hey. Geht's jetzt gar Sir, it appears to be blocked out. It seems to be requesting a highly encrypted access code. I suggest taking the command center first and then searching its database. I'm sure we'll find something there. Okay, sounds good to me. Let's get the command center then. Yeah, sounds überhaupt nicht gut für mich. Weil ich habe das Command Center einfach mal geschrottet. So soll ich jetzt, das kann ich jetzt ja nicht droppen. Ja. Ich hab's nicht. Center einmal drauf fahren müssen und das leider erst sobald wir sobald das Command Center aktiv ist. Und wenn wir Pech haben, geht es gar nicht mehr. Äh,
da wir ja, ja das Command Center zerstört haben. Ich weiß es nicht. Lieber Tag, meine lieben Freunde, an der Stelle, ich schneide euch einfach mal kurz raus, die paar Minuten, und ja, wir sagen, sobald alles passt oder da ist, und ich da drauf drücken kann, muss, möchte, wie auch immer, seid ihr sofort wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis gleich. So, hallo meine lieben Freunde. Ja, sind wir wieder. Ich musste leider ein paar Mal komplett hin und her fahren, denn ja, das hat zu lange gedauert. Hinterher konnte ich nicht schaffen. Ich hätte quasi direkt mehr. Schönen Schraubenschlüssel. Tja, was soll ich sagen? Sagen wir ein bisschen gar nichts dazu. Lesson learned. Hat uns jetzt natürlich viel Sprit gekostet. Wir schicken gleich mal die Barke. Ich habe sie auch zwischenzeitlich nochmal geschickt. Wir sind jetzt mit unserem Mannpass voll beladen. Ja. Die Barke mit vier Fuelpacks, ein Laser und. Dann bauen wir nochmal Heckkapseln. Gar nicht so ganz unwichtig jetzt, so wie ich es gesehen habe. Natürlich hier zwei Reifen machen. So. Genau. Und. Ja. Gehört alles uns. Research Center. Auf geht's. Und da. Thank you.
Sir, it looks like you found the blueprint detailing induction process of medium-class armor for walruses. Equipped with this armor, a walrus is more resistant to incoming fire. However, its mobility is slightly reduced. So, das machen wir gar nichts aus, Mann. Das baue ich jetzt sofort. Carrier, parken wir mal hier. Das war was. So, aber MK1, ja, was soll ich sagen? Zwei Stück, je nach der Kapsel. Set. Time out.